Annalena, du nix gute Außenministerin, du schlechte Außenministerin. Deutsche im Ausland im Gefängnis, du nix holen Deutsche zurück. Annalena Baerbock hat es wieder getan und heute gibt es keine Gnade. Annalena, hau ab, ich mach dich fertig in diesem Video. Ich habe keinen Bock mehr auf deine Politik. Mir reicht's, mir steht's hier oben. Ich sag erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute bin ich wirklich geladen. Die Grünen, sie erlauben sich wirklich alles in diesem Land. Und es platzt jetzt langsam den Leuten die Hutschnur. Ihr merkt es an mir. Sie sind so bigott, dass sie nicht mal merken, dass sie keiner mehr haben möchte. Sie sollen abhauen. Frau Baerbock, hau ab, hau ab, hau ab. Den Spruch kennen Sie wohl am besten selbst, nämlich aus Essen, wo Ihre ganzen Kameradinnen und Kameraden und bezahlten Parteisoldaten die Demonstration gegen die AfD geführt haben. Aber was hat Annalena diesmal verbrochen? Sie hat das Nachtflugverbot in Frankfurt ignoriert, aus persönlicher Machtgeilheit. Und da ist bei mir Schluss, Leute. Dass sie sinnlos durch die Weltgeschichte fliegen, ja, okay. Dass sie wirklich keine Linie fliegen, obwohl sie das vorher angekündigt haben, ja, okay. Aber dass sie hingehen und obwohl sie wissen, dass es in Frankfurt ein Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen gibt, wofür die Grünen in Hessen jahrelang, jahrzehntelang gekämpft haben, dann geht Frau Baerbock hin und lässt sich eine Sondergenehmigung des Landes Hessen ausstellen, damit sie nach dem Fußballspiel Deutschland-Schweiz noch schnell abfliegen konnte. Und wo ist sie hingeflogen? Nicht ans Ende der Welt, nein, nach Luxemburg. 183 Kilometer Kurzstreckenflug. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Frau Baerbock, also, wieso fahren Sie kein Auto? Also, ich kriege da... Ich habe mal am Frankfurter Flughafen gearbeitet. Ich weiß, was für krasse Auswirkungen dieses Nachtflugverbot dort inzwischen hat. Und das Einzige, was erlaubt ist, ist im Zweifel, dass man Organe in der Nachtflugverbotszeit fliegen kann, beziehungsweise, dass Maschinen, die ankommen, die Verspätungen hatten oder medizinische Notfälle, dass die auch landen dürfen. Es ist nirgendwo vorgesehen, dass man einer Regierungsmaschine eine Ausnahmegenehmigung zum Start in der Nachtzeit erteilt und schon gar nicht, wenn das Interesse vorher ein privates war. Das Anschauen eines Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft ist nicht im Auftrag der Bundesaußenministerin und der ganzen anderen Minister, die meinen, sich hier auf einmal blicken zu lassen. Ihr seht, ich hier, Frau Baerbock, hau ab, ich kann es nicht oft genug sagen. Und Frau Baerbock, wenn einem meiner Kinder etwas passiert in diesem Land, weil Sie diese Afghanen weiter hier hereinlassen und einfliegen und jedes Sicherheitsrisiko beiseite wischen und nicht abschieben wollen, Frau Baerbock, dann mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich und ich weiß, wo Sie wohnen. Das ist keine Drohung. Sie werden das inzwischen kennen von vielen, vielen, vielen in diesem Land. Wenn das BKA der Meinung ist, die Sicherungsgruppe 2, ich bin ein Risiko für Sie, sollen Sie doch mal anrufen, steht alles im Impressum dieses Kanals. Aber Frau Baerbock, Sie können es einfach nicht und Sie werden es auch niemals können, denn Sie sind geistig nicht in der Lage dazu. Ich halte Sie für intellektuell minder bemittelt, um das Amt der Bundesaußenministerin auszuüben. Man sieht es an solch einem Schwachsinn, dass Sie 143 Kilometer sich mit dem Regierungs-A350 fliegen lassen und selber Kurzstreckenflüge abschaffen wollen. Nee. Und es ging ja noch nicht mal um irgendwas Interessantes. Also, Sie haben Fußball geschaut. Deutschland, Schweiz. Oh. Also, sorry Leute für meine Stimmung heute, aber das geht nicht. Und um das mal in den Worten von Frau Baerbock zu sagen, das war... Scheiße. Ja, genau, haben Sie selber festgestellt. War halt wann anders. Und ich wette, Frau Baerbock macht jetzt argumentativ wieder eine 360-Grad-Wende. Das kann sie nämlich am besten. If he doesn't change... By what, 360 degrees? No. Und ob die Wähler inzwischen ihr wirklich egal sind, was heißt denn inzwischen? Sie waren es schon letztes Jahr in Prag. Then I want to deliver, no matter what my German voters think. No matter what my German voters think. Es ist hier völlig egal, was die deutschen Wähler sagen. Und das Schlimme an dieser Aussage ist, es sind ja nur die Wähler der Grünen. Was ist denn mit den vielen anderen, die Sie nicht gewählt haben, für die Sie aber auch Außenministerin sind, Frau Baerbock? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Also, boah, ich krieg richtigen Hass auf Sie inzwischen. Ich krieg richtigen Groll. Boah, gut, dass ich noch nicht gefrühstückt habe, schon wäre das alles schon wieder rausgekommen, ja? Aber, Frau Baerbock, Sie vergessen ja sogar Ihr eigenes Weihnachtsgeld, ja? Als Parteivorsitzende erhalte ich kein Gehalt, aber Weihnachtsgeld, das ich auch immer voll versteuert habe,
Bedauerlicherweise habe ich damals nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich dieses Weihnachtsgeld auch der Bundestagsverwaltung hätte melden müssen. Und warum? Weil man geistig minder bemittelt ist. Es gibt für jeden Abgeordneten des Deutschen Bundestages ein kleines DIN A5 Buch. Wenn man gewählt wird, bekommt man das und das nennt sich Leitfaden für Abgeordnete. Da steht alles drin, auch in einfacher Sprache, Frau Baerbock. Da steht alles ganz genau drin, wie Sie sich zu verhalten haben, was Sie für Regeln zu beachten haben. Und ich wette, wenn Sie noch nicht mal das Weihnachtsgeld Ihrer eigenen Partei ordentlich melden, wie viele Nebeneinkünfte haben Sie denn inzwischen gehabt, von denen wir hier nie was erfahren? Wie viele Geldwertevorteile hat man denn ausgepackt? Ach ja, Ihre Visagistin für 850 Tacken am Tag. Frau Baerbock, Sie lassen sich pro Tag mit einem Rentner schminken. Also bildlich gesprochen, Sie schminken sich jeden Tag auf Ihr Gesicht mehr als der Durchschnittsrentner an Rente hat in diesem Land. Und Sie wollen was erzählen von, Sie sind noch auf dem Boden der Tatsache. Sie sind völlig fertig, Frau Baerbock. Sie sehen aus wie ein Totengräber, wenn Sie keine Maske haben, haben Sie selbst gesagt. Und Frau Baerbock, ja, wenn die Maske gefallen ist, Sie sind ein Totengräber. Überlegen Sie sich mal, warum? Die ganzen Toten in unserem Land, wer ist denn dafür mitverantwortlich? Für die ganzen Sicherheitsrisiken, die frei sich hier im Bundesgebiet bewegen? Es sind Sie mit Ihrer Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes. Also Frau Baerbock, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Sie haben erkannt, dass Sie eine Totengräberin sind und sich deswegen jeden Tag für 850 Euro Steuergeld eine Maske auflegen lassen, um nicht wie ein Totengräber auszusehen. Das sind Ihre Worte gewesen, nicht meine. Sie sind selbst dran schuld. Und ja, Frau Baerbock, an Ihren Händen klebt Blut, genauso wie an den Händen von Frau Faeser und so weiter. Wir wissen alle schon, dass die Massenmigration ein riesiges Problem ist in diesem Land. Sie wollen es bis heute nicht akzeptieren, Frau Faeser auch nicht. Die Leute, sie gehen euch bald von der Fahne und dann habt ihr ein Riesenproblem in diesem Land. Werdet endlich wach. Und Annalena, wenn du dich mal wieder abreagieren musst, ich empfehle dir einfach, geh zurück zu deinem Trampolin. Vielleicht bist du da ja Spitzenklasse. Als Außenministerin bist du eine Spitzenniete. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber schauen wir nochmal das hüpfende Annalena-Lein uns an. Ihr Ausgleich: Trampolinspringen. Baerbock war übrigens mal Trampolinturnerin. Spielt Fußball und sprang Trampolin als Leistungssport. Aufgewachsen in Niedersachsen, wo sie als Jugendliche erfolgreich Trampolin sprang. Ja, als Jugendliche erfolgreich Trampolin sprang. Und vermutlich ist das auch der einzige Erfolg, den Frau Baerbock bis heute vorweisen kann. Ihre ganzen Diplomatieversuche im Nahen Osten, ich lache mich jedes Mal halb tot. Frau Baerbock, Sie fliegen nur dahin, wo es Sie interessiert. Es geht Ihnen um die armen Menschen in Gaza. Ich kann es nicht mehr hören. Die armen Menschen in Gaza sind die Menschen, die die Hamas dort dulden. Wenn die Menschen in Gaza die Hamas nicht mehr haben wollen würden, würden sie einfach auf der Straße aus ihrem Land knüppeln. Das nächste ist, wenn die Hamas Terroristen sind und Gaza ein Kriegsgebiet, warum bleiben denn alle Zivilisten mit ihren Kindern dort? Weil die Hamas eben menschliche Schutzschilde braucht. Die Hamas hat selbst gesagt, menschliche Opfer sind notwendig. Ja, da führen sie Diplomatie, wollen 2 Millionen Palästinenser in unser Land holen. Hallo, niemand kann hier rein, der kein Heimatland hat, denn dann können wir sie niemals abschieben. Und wenn ihr 2 Millionen hier ins Land lassen wollt, dann schickt erstmal 2 Millionen andere wieder nach Hause. Es gibt keine Wohnungen, keine Schulen, keine Kitaplätze, keine medizinische Versorgung in diesem Ausmaß, dass wir unsere Bevölkerung einfach aufwachsen lassen können und aufwachsen und aufwachsen. Das funktioniert nicht, Frau Baerbock. Aber Sie sind die Totengräberin im Amt der Außenministerin, haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Sie hätten es auch einfach bleiben lassen können. Niemand hat sie gezwungen, aber der Drang zur Macht, die Geilheit, selbst mal Minister gewesen zu sein, die möchte sich natürlich keiner nehmen lassen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich brauche den ganzen Schwachsinn nicht. Ich will kein Bundeskanzler werden, ich will kein Minister werden. Ich will in diesem Land einfach sicher leben können mit meinen Kindern und nicht die zweithöchsten Steuern weltweit bezahlen. Aber wir schauen uns nochmal die Expertin an, Frau Baerbock, zum Abschluss. Präsentieren wir hier die Kür von Ihnen auf dem Trampolin. So geht eine Kür. Oh,
Und genau so wird Ihr Ergebnis sein bei der nächsten Bundestagswahl. Frau Baerbock, Sie werden auch unangespitzt in den Boden gerammt. Zu verantworten haben Sie es selbst. Wenn Sie etwas Selbstreflexion brauchen, Sie wohnen in Potsdam, ist nicht so weit weg, ich komme Sie gerne besuchen, auch unentgeltlich, und rede mal Tacheles mit Ihnen, wenn Sie sich trauen. Aber vielleicht schicken Sie mir ja auch nur einen Strafantrag, weil Sie sich wieder beleidigt fühlen, so wie Sie inzwischen ganz viele Menschen in diesem Land anzeigen, wenn man Sie einfach diskreditiert. Und dabei, ich diskreditiere Sie in normaler Sprache, vielleicht sollte ich es in einfacher Sprache machen, dass Sie es besser verstehen. Annalena, du nix gute Außenministerin, du schlechte Außenministerin. Deutsche im Ausland im Gefängnis, du nix holen Deutsche zurück. Türkei alleine, so viele Deutsche im Gefängnis. Besser, du sagen Olaf, du keine Lust mehr, sagen, ich lege Mandat nieder, Amt nieder, bitte nehme neue Außenminister. Ist das so schwer zu verstehen? Ich glaube nicht, aber die Machtgeilheit, sie regiert über allem. Ich bin vor allem gespannt auf deine Meinung. Wie fandest du dieses Video? Habe ich mich zu arg aufgeregt? Kann natürlich sein. Vielleicht findest du es auch gut so. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. YouTube lässt dich manchmal hängen und benachrichtigt meine 85.000 Abonnenten nicht über ein neues Video. Ich hoffe, ihr habt das Video von Annalena heute gesehen und ihr habt es gut gefunden. Dann lasst mal den Daumen hoch da. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.